Ja, Freunde, jetzt ist es dann soweit. Endlich können wir diese Geldsammelaufgabe machen. Oh, von Max kommt ein Brief zurück. Ja, mit einem Geschenk, weil wir ihm halt am Geburtstag was geschenkt haben. So, wir machen aber keine langen Faxen hier. Jetzt geht's auf die Insel. Jetzt zeige ich euch den Trick, wie ihr eine Menge Geld in einer sehr kurzen Zeit machen könnt. Ja, wie gesagt, geht auf die Insel, bereitet die Insel so vor, wie ich es tue. Und dann müsst ihr halt nur noch ein bisschen Können beim Käferfangen aufzeigen. So, er erklärt uns natürlich, was die Insel ist, aber ja. Ach, und kostet nur 1000 Sternis. Okay. Easy. Macht man ja noch krasser Gewinn. Noch einen krasseren Gewinn. Ob ich heute 130.000 hinkriege, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal schauen. Ich muss auch bedenken, es ist jetzt so eine Stunde später. Wir haben jetzt 7:30, wo ich das aufnehme. Ja, doch, müsste klappen. Ja, singen soll er nicht. So, dann beschwert er sich aber, dass wir keinen Geschmack haben. Aber das ist uns egal, wir haben ein Blatt vom Mund, also. Ja. So, kurz zur Insel. Hier an diesem Schalter kann man halt wählen, ob man zurückgehen will oder halt diese Aufgaben, wie wir das schon mal gemacht haben, spielen kann. Dieser Koppel ist dazu da, um Sachen, die man gefangen hat, ja, halt mitzunehmen, ne? Hier kann man Sachen für die Medaillen, die man gekriegt hat, kaufen. Kosten aber sauteuer, also da muss man schon häufig spielen. Ja, 40 Medaillen. Also, wem hier was gefällt, greift ruhig zu. Ansonsten kann man hier noch Sachen verkaufen, davor rate ich euch aber ab, weil die Tante verkauft alles, was man hier auf der Insel findet, für ja, sehr wenig Geld. Und da diese exotischen Viecher, oh, hier gibt es sogar Zitronen, die nehme ich mir heute auch mit. Solche exotischen Viecher sind bei uns sehr teuer und sehr begehrt. So. Ja, die kann man halt alle in einen Korb stecken. Das ist doch ganz gut. So. Kokosnüsse nehme ich mir auch mit. Also die Käfersammlerei fällt heute ein bisschen mager aus, aber ist auch nicht schlimm. Ich werde zuerst die Insel vorbereiten und wir werden noch vielleicht einen weiteren Part auf der Insel verbringen. Mal schauen, aber das fällt ganz ihr. Ihr könnt ruhig sagen, was ich noch tun soll in Animal Crossing. Es wird mir vorgestellt, ein Rummelplatz, aber da brauche ich genauere Angaben, weil wie ich einen Rummelplatz in Animal Crossing herrichte, das weiß ich leider nicht. So, beim Gyroid-Tier kann man sich Sachen leihen und darunter halt auch eine Schaufel und eine Axt. Ich nehme mir jetzt schon mal den Kescher, ne? Es geht ja ums Käferfangen. Und die Axt sowie die Schaufel brauchen wir nur kurz, um das unnötige Zeug wegzuhauen. Ja, die Insel sieht danach zwar nicht mehr so romantisch aus, aber es dient ja zu unserem Geldzwecken. Weg damit, weg damit. Und dann hau noch hier den Baum weg. So. Weil das Problem ist, wenn so Bäume und Hibiskus in der Gegend sind, spawnen halt so Käfer wie hier Schmetterling und so, ne? Oder Blumen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die gesamte Map dafür nutzen, das teure, sehr begehrte, große Nashornkäfer und so Dinger spawnen. Denn auf die haben wir es abgesehen. Die sind nämlich im Schnitt wirklich eine 6000 Sterne wert. Und ja, wenn man da sich gut anstellt, dann kann man da sehr viel raushauen. So, die Blumen mache ich so kaputt. Ja, tut mir leid wegen den Blumen, aber ja, muss halt geschehen. Normalerweise mache ich das zwar nicht, also das ist, eigentlich hasse ich das sogar, wenn ich in einem Feld spazieren gehe und da kommt dann eine Blumenwiese und ich muss über die Blumen trampeln.
Das mache ich gar nicht gerne, also... Ich fühle schon mit den Blumen mit. So, jetzt sind wir bereit für die Käfer. Und ihr seht schon, die sitzen hier auf den Palmen. Die seltenen, dicken, großen. Man muss nur ein bisschen hier umher wandern. Das eine Zeit lang machen. Und dann tauchen sie auf. Ja, das müsste ein Herkuleskäfer sein, oder? Eine, das ist der Atlaskäfer. Okay. Ja, trotzdem. Fangen wir. Da schon wieder so ein dicker Brummer. Und ihr seht, die kann man auch ganz leicht fangen. Also das ist jetzt keine schwere Kunst. Außer bei der... Bei dem teuersten. Das ist so ein kleiner blauer mit weißen Streifen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Oder nicht mehr. Imantis? Amantis? Käfer? Irgendwas? Kann sein, dass das sowas war, aber... Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, einfach hier ein bisschen rundherum laufen. Ja, diese Krebse stören natürlich auch beim Spawnen der Käfer. Auch dieser Schmetterling, der noch da hinten fliegt, sollte eigentlich nicht mehr existieren, aber... Ja, und wenn ihr merkt, es spawnen keine wirklichen Käfer, dann könnt ihr die Map einfach ja, neu laden, indem ihr hier in die Hütte reingeht und wieder raus. Dann habt ihr ein ganz neues Feld. Und ihr könnt es wieder versuchen, genug Käfer zu sammeln. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut. Also das ist halt auch ein bisschen luckabhängig. Ob man dann Glück hat oder nicht. Kann ganz schnell gehen, kann aber auch ein bisschen dauern. Aber ihr kriegt schon eine große Summe Geld in einer Woche, wenn ihr das täglich macht, zusammen. Setzt euch eine Stunde dorthin am Abend, fangt Käfer bis zum geht nicht mehr und dann, ja, verklickert ihr sie bei den Alpakas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die sich nennen. Fundgrube. Die Fundgrube, genau. Ach, und ich bin halt zu dumm, um Käfer zu fangen. Ey, 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 ey. Oh, da habe ich schon wieder einen vertrieben. Mann, ich bin so dumm. Ja, die Käfer spawnen dann, wenn die Palme nicht mehr im Bild ist. Das ist ein Herkuleskäfer, 100 Pro. Oder ein Clytomatis, keine Ahnung. Hä, warum bin ich denn jetzt so schlecht da drin? Das ist, wenn man labert und gleichzeitig versucht, Käfer zu sammeln. Scheint irgendwie nicht zueinander zu passen. Da. Ja, den haben wir wieder. Das ist ein Herkuleskäfer, alles klar. So. Ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber so funktioniert der Trick. Ich werde ihn vielleicht jetzt nicht ganz ausführen und das privat halt auch mal wieder versuchen, ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Aber glaubt mir, wenn ihr euch Zeit nehmt und das macht, da kommt schon eine dicke Summe bei raus. Das ist heftig. Deshalb auch Taschen leeren, dann könnt ihr alles sofort verklickern, wenn ihr alles gefangen habt. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich glaube, eine 10 Minuten werde ich hier noch rund herumlaufen. Versuchen, den ein oder anderen Käfer zu finden. Ja. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber wir werden jetzt schon, was haben wir? Ja, so 40.000 Sterne werden wir schon beisammen haben. Oder fast 40.000. Goliath-Käfer sind übrigens die billigsten mit 6.000 Sterne. Die könnt ihr auch verscheuchen. Müsst ihr nicht unbedingt fangen. Aber ich fange sie halt immer mit. Weil, ja, auch 6.000 Sterne sind Sterni.
Und wer den Penny nicht ehrt, ist... Nee, wie war das Sprichwort? Wer den Penny nicht ehrt, ist den Dollar nicht wert oder so. Oh. Das ist ein Zeitvertreib, ne? Hier in Animal Crossing. Ja, und vielleicht rede ich mal. Nee. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Shit. Naja, es geht nicht mehr. Ich wollte jetzt noch mal ausholen, was noch so ansteht, aber da fällt mir gerade ein, das schaffen wir gar nicht. Den Laden zu vergrößern, das können wir wirklich vergessen. Vielleicht knapp, aber... Na... Müsste man schon jeden Tag was kaufen. Übrigens, wie es mit der Tina und Sina Challenge steht, weiß ich auch nicht. Müssten wir morgen mal schauen. Weil ich bin jetzt 2 Tage halt nicht mehr dazu gekommen. Oder sogar 5 Tage. Ja. Rechtzeitig bei ihrem Laden zu stehen. Ist ein bisschen doof, ne? Ja, aber das Spiel muss da doch ein bisschen sozial sein, oder? Vielleicht ist es ja nur eine gewisse Anzahl. Also, man muss da auftragen, aber nicht jeden Tag. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach ja, übrigens, was ich gestern noch vergessen habe zu sagen, ihr könnt natürlich nur ein Bauprojekt zur Stadtverschönerung zur gleichen Zeit haben. Also ihr könnt keine 2 Projekte starten. Immer nur eins. Man kann das Projekt auch abbrechen und ein neues starten, aber man verliert dann halt auch die Spenden. Deshalb überlegt euch gut, wo, wann und wie ihr was platzieren wollt. Manche Dinge kann man sogar nicht mehr wegmachen. Also die kann man nicht mehr abreißen. Man kann aber auch welche abreißen. Bis zu 30 Stadtverschönerungen kann man in seiner Stadt haben. Da gibt es dann auch noch ein paar Unterlimitationen, wie zum Beispiel nur 3 Brücken. Und ich glaube 10 Laternen oder so war das. Also auch da gibt es dann noch so Unterkategorien, wie viel von was man bauen kann. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was noch fehlt zu den Bauprojekten. Ich würde sagen, wir respawnen nochmal die Map. Kriegen wir vielleicht noch mehr. Manche graben halt auch die mittige Insel dort vollkommen aus. Ja, dass man sich darauf nicht mehr bewegen kann. Ich tue das eigentlich nicht, weil... Ja, hier spawnen diese kleinen Viecher. Warte, vielleicht fangen wir mal einen. Ja, jetzt ist natürlich keiner da, aber die laufen dann hier so. Ich glaube, das sind Sandläufer. Und, ja, die sorgen halt dafür, dass weniger Käfer spawnen, ne? Denn es können auf einer Insel oder in einer Stadt immer nur so eine große Anzahl an Käfer spawnen. Und ja, wenn die Spawnrate überfüllt ist, dann spawnen natürlich keine neuen, bis dass die alten irgendwie verschwunden sind. Despawned oder gefangen. Wenn man sie fängt, sind sie halt auch gestrichen, wenn man sie freilässt ebenfalls. Also es ist nicht so, dass die dann wieder auf der Map auftauchen. Ja, da war so einer. Der teuerste. Clitomantis, glaube ich, heißt der oder so. Die sind am schwierigsten zu fangen. Da muss man sehr langsam sein. Da ist einer. Ich versuche ihn mal zu kriegen. Jetzt mit dem Flugzeug ist das natürlich perfekt. Wow. Ah ne, ein Lamprima war das. Okay. Ja, ich kann mich mit Käfer gar nicht aus, ne? Ich habe euch das ja schon mal gezählt. Ich bin Leichtexperte, was Spinnen angeht. Aber mit Käfer selbst kenne ich mich halt überhaupt nicht aus.
Ja, heute ist es wirklich nicht so geil gelaufen. Also so viele Käfer spawnen gerade nicht. Liegt vielleicht auch an den Muscheln, keine Ahnung. Ach, da ist schon wieder einer. Aber es geht dennoch schnell. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nur 20 Minuten. Wenn ihr euch, wie gesagt, eine Stunde Zeit nehmt, um Käfer zu fangen und dann nochmal 10 Minuten, um alle zu verkaufen, dann habt ihr schon eine Summe Geld. Ich bin gespannt, weil meistens, ich sag jetzt so, wir kriegen so 40.000, aber meistens, wenn ich dann zurück mit dem Boot bin, dann habe ich doch schon fast 70.000. Also die Werte, die ich angebe, sind vielleicht doch ein bisschen untertrieben. Aber ja. Hier schwimmen auch Haie, die könnt ihr auch versuchen zu fangen, aber Angeln fällt mir persönlich immer schwieriger als Käfer fangen. Andere haben da vielleicht mehr Vorliebe, aber es geht halt auch schneller, das Käfer fangen als das Angeln. Aber ihr könnt natürlich auch von den Haien profitieren. Übrigens könnt ihr. Ach, trockener Hals. Warum auch immer. Hab doch noch nicht so viel aufgenommen heute. Ah, oh, Leute, ja. Ich muss dieses Problem wirklich wieder in den Griff kriegen. Endlich wieder Vorrat haben. Aber momentan. Ja. Keine Ahnung. Ist irgendwie so die Luft raus. Es liegt nicht mal irgendwie. Also, es liegt nicht mal bei YouTube selbst oder so. Aber es ist einfach dieses. Aber momentan habe ich so eine Phase. Ich hau mich halt lieber gegen irgendeinen random Livestream. Und chill ein bisschen, anstelle mich hinzusetzen und aufzunehmen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist halt einfach die Einwirkung von außen. Alles muss, keine Ahnung, alles nervt zurzeit ein bisschen rum. Wird sich widerlegen, keine Ahnung. Mit der Switch wird alles besser, ne? Ein Spruch, der häufiger fällt. Und ja, ich werde dem mal zustimmen. Mit der Switch wird alles besser. Also geduldigt euch nur ein bisschen. Es sind ja nur noch 26 Tage, bis sie da ist. Die Switch. Ich freue mich auf sie. Besonders halt auf Breath of the Wild. Ja, müsste ich auch mal so langsam Vorbereitungen treffen. So, meine Tasche ist voll. Ja, da waren noch diese Blumen, die ich nicht brauche. Einpflanzen. So. So, das reicht mir jetzt erstmal. Wir verkaufen die jetzt und dann schauen wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Aber es müsste wirklich mehr sein, als ich mit 4 Käfer geraschet habe. Warte mal, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 60.000 sind schon mal drin. 100%ig ist nicht mal ein Goliath-Käfer gespawnt. Das sind normalerweise die Käfer, die am meisten spawnen. Wir haben 2 La Prima. Allein die sind 12.000 wert und zusammen halt 24.000 Sterne. Also das ist schon krass, ne? Die Preise dieser Käfer. Aber wenn ihr sie hier verkloppt, dann kosten die so 60 Sterne. Also hier ist das nichts Wertvolles, aber zu Hause. Oh ja, da kann man Geld machen. So, jetzt geht's natürlich wieder nach Hause. Ja, ich will zurück nach Starpolis. Wenn's denn geht, danke. Und dann werden wir schön die Käfer verkaufen und dann sehen wir mal. Nein, du sollst nicht singen. Ja, komm, weiter. Übrigens, der Captain war sonst immer Taxifahrer. Jetzt ist er irgendwie auch in diesem Bürgermeisterprogramm drin. Ja. Hat wohl Pension. Wie der Bürgermeister auch irgendwie. Und baut sich da so ein Touristenimperium auf. Ja, wieso denn nicht, na? Braucht ja jeder eine Freizeitbeschäftigung.
So. Dauert ein bisschen, bis ich alle Käfer hier rausgenommen habe. Ich glaube, wir müssen auch nochmal zurückkommen. Ich verkaufe übrigens jetzt auch nebenbei noch einen Barsch. Einen Seebarsch. Ah, ne, es scheint zu reichen. Oder? Ah, doch, genau. Es passt genau. Wunderbar. Ah ja, richtig. Ich habe ja auch die Sachen. Die Angel, die Axt und die Schaufel. Kescher, nicht Angel, abgeben müssen. Und deshalb, ja, ist noch genug Platz im Inventar. So, und jetzt gehen wir das verkaufen. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da zusammenkriegen. Oh, Esmeralda ist auch hier. Das ist eine Wahrsagerin, die einem die Zukunft vorhersagt. Und da, glaube ich, habe ich schon mal gesagt, treffen halt manche Sachen rein, dass man häufiger stolpert, dass man mehr Geld in den Bäumen findet, mehr Bienen in den Bäumen findet und, ne. So, was gibt's denn hier im Angebot? Da ist ein Fernseher. Den könnte man sich jetzt gönnen, wenn der Preis jetzt stimmt, aber ich denke, das wird schon heftig sein, was wir jetzt kriegen. So. Ja doch, damit könnte man vielleicht die Brücke sogar schon finanzieren. Ja, 100.000 Sterne ist. Na, ihr seht, also ist schon eine heftige Summe. Macht das dreimal am Tag und ihr seid bei 300.000. Ohne mal den ganzen Kopf voll geangelt zu haben. Das ist heftig, ne? Und das kaufe ich mir. Komm. Wer ist denn gerade da reingekommen? Der Cube. Ja, schlag zu. Normalstuhl geht immer. So. Da kann man natürlich auch seine eigenen Sachen verklickern. Und ja, sollte man nicht für zu teuer ausgeben, weil die sind halt alle geizig. Aber man kann schon ein bisschen über normalen Preis hinausgehen. Also so, keine Ahnung, 10-30% höher kann man den Preis legen. Die werden das dann kaufen. Nur, ja, wie gesagt, doppelter Preis oder so ist nicht drin. Könnt ihr vergessen. Wo ist denn jetzt mein Haus? Da hinten. Ja, dann stelle ich noch mal einen schönen Fernseher jetzt dorthin, den ich mir gegönnt habe. Hier so ans Fenster. So Mr. Bean-Style. Wisst ihr was? Das machen wir mal so. Oh. Das sollte eigentlich hier stehen. Robo-Fernseher. So. Ja, sieht vielleicht ein bisschen dumm aus, aber mein Gott. Kann man halt nicht ändern, aber holy shit. Das ist aber nur einer der dicken Plasma-Fernseher. Nur wenn es überhaupt ein Plasma-Fernseher ist, ne? Scheint eher eine Retro-Kiste zu sein. Im Roboter-Style. Tja, Freunde, da läuft gerade meine Lieblingssendung. Oh Gott, das ist sicher Schlager. Dann doch lieber ausmachen. Ja, Freunde, bis demnächst bei Animal Crossing New Leaf.